Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen an Bord von AIDA Nova. Heute befinde ich mich hier im East Restaurant. Ja, und für einen guten Appetit oder auch für ein erstes Getränk, da ist es noch ein bisschen früh und das überlasse ich dann auch lieber den Profis vom Bereich Essen und Trinken, die Sie in einem unserer 17 Bars und Cafés oder auch in einem unserer 17 Restaurants an Bord willkommen heißen. Aus unserem East Restaurant, da ist eine ganze asiatische Themenwelt geworden. Sie besteht aus dem East Restaurant selber, auch jetzt mit unserem indischen Tandoori-Ofen. Dazu kommt die Sushi-Bar, jetzt auch mit chinesischem Hotpot, unser japanisches Teppanyaki, wo es frisch Gebratenes gibt. Ja, und dann auch noch der Tokyo-Bar für die passenden Getränke dazu. Auch kulinarische Vielfalt wird auf AIDA Nova großgeschrieben. Und so gibt es im Street Food Corner neben der von AIDA Prima und AIDA Perla liebgewonnenen Currywurst auch jetzt einen Dönerstand und unser Restaurant Brot und Stulle. Ja, aber es gibt nicht nur Neuigkeiten in Sachen kleiner Hunger nach dem Landgang, sondern auch in unserer Abendgastronomie. So gibt es mit Best Burger at Sea jetzt ein exklusives Burger-Restaurant, aber auch ein Fischrestaurant, unser Oceans, wo Sie die Fische schwimmen sehen können. Oder auch mein persönlicher Favorit, unser neues Steakhouse der Churrasqueria. Dort gibt es ja entweder frisch geschnittenes vom Spieß oder auch Ihr liebgewonnenes Steak, so wie Sie es von den anderen AIDA-Schiffen kennen. Ganz besonders gespannt bin ich auf unser neues Dinner Entertainment der Time Machine. Dort können Sie in eine völlig neue Welt abtauchen, aber zu viel will ich dazu noch nicht verraten. Eine Time Machine übrigens, die würde ich mir hier auch manchmal wünschen, denn ja, das Werftessen, das ist nicht ganz so berühmt und die Werftkantine. Und so würde ich mich auch gerne auf die fertige AIDA Nova beamen können und hier schon mal das ein oder andere Restaurant ausprobieren.